Hallo, guten Morgen aus dem Busch. Hallo, liebe Naturkinder. Heute, wie versprochen, etwas zum Thema Bärlauch. Sascha. Ja, es ist uns tatsächlich gelungen, Bärlauch zu finden. Hier vorne vor meinem linken Knie mit dieser weißen Blüte könnt ihr das sehen. Das ist eine Pflanze, die hier jetzt nicht so flächendeckend vorkommt in diesem Stückchen, wo wir sind. Normalerweise könnte die sehr flächendeckend an feuchteren Stellen in den Wäldern, teilweise auch an Wiesen finden. Und habt eine Knoblauchfahne, die durch die Luft weht, als wenn Mama zu Hause stark italienisch kocht. Also eine sehr spannende Sache und ist auch tatsächlich daran sehr, sehr gut zu erkennen. Genau. Und was hast du uns Schönes mitgebracht? Ja, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, was ganz, ganz wichtig ist, Bärlauch ist zu verwechseln mit dem Maiglöckchen. Ja. Und da müsst ihr bitte richtig gut aufpassen, beziehungsweise Bärlauch immer nur bitte mit Mama und Papa zusammensammeln. Aber wenn es nach Knoblauch riecht, sollte nichts passieren. Ich ja, noch da kurz. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zu, fällt mir gerade ein. Das können wir gut unterscheiden an der Blüte. Wenn wir uns die Blüte dann zu Hause in unserem tollen Buch nochmal anschauen, kann man das hervorragend sehen, wo da der Unterschied ist. Genau. Ja, was kann man aus Bärlauch machen? Ganz kurz, Kräuterbutter, also reine Bärlauchbutter, Bärlauchpesto. Das werden wir jetzt auch gleich probieren. Tina, vielleicht bist du so lieb und filmst einmal noch ein bisschen daran, dass man es sieht und auch an den Bärlauch. Wer die Rezepte haben möchte, gerne per Postnachricht oder E-Mail. Wir freuen uns, wünschen euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Ja. Und sagen ganz lieben Dank auch an Nils für die tollen Mützen. Ja, die sind total toll. Ich finde auch modisch steche ich ein bisschen hervor heute. Ach, du siehst toll aus. Ich finde das hervorragend, ja. Also, total toll. Macht's gut, okay. Bis bald. Tschüss.